mein zentraler Wert ist, dass alle Menschen gleich wertvoll sind. Egal, ob jung oder alt, ob arm oder reich, egal welche Ausbildung sie haben, egal welchen Job sie machen, ob sie überhaupt einen Job machen, alle Menschen sind gleich wertvoll, weil alle Menschen einzigartig auf dieser Welt sind und alle mit ihren besonderen Fähigkeiten kommen. Und wer wäre ich da zu entscheiden, wer wertvoller ist als wer anders? Und weil alle Menschen gleich wertvoll sind für mich, sind auch ihre Meinungen und Ansichten gleich wertvoll für mich. Auch wenn sie meiner vielleicht nicht entsprechen. Und das mache ich auch wirklich so im Stadtrat, dass ich allen, auch wenn sie aus einer ganz anderen Partei sind, zuhöre, auch wenn ich eben anderer Meinung bin, weil man immer etwas finden kann, sodass wenn man beide Meinungen dann unter einen Hut bringt, dann ist die Lösung, die man findet, besser als die, die man vorher hatte. Und deswegen wäre es auch mein Ziel als Oberbürgermeisterin, wirklich auf Konsens hinzuarbeiten. Größtmöglichen Konsens geht vielleicht nicht immer, aber meine Erfahrung ist auch, wenn man Entscheidungen mit einer großen Mehrheit fällt, dann bleibt es dabei und dann wird das Projekt auch so umgesetzt. Wogegen, wenn man eine knappe Entscheidung hat, dann wird es immer wieder aufgerollt und dann verliert man im Nachhinein extrem viel Zeit. Und ich würde diesen Konsens auch tatsächlich nicht nur mit dem Stadtrat machen wollen, sondern mit der Bevölkerung, mit allen Betroffenen, mit den Vereinen, mit den Organisationen, mit den Unternehmen, weil es der gleiche Grund ist, wenn wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten, dann hält die besser. Dann dauert es vielleicht am Anfang länger, aber dafür wird es nachher besser. Das Zweite, was mich antreibt, ist das Thema Hilfsbereitschaft, Verantwortung für diejenigen übernehmen, denen es nicht so gut geht. Weil, wenn es einem selber gut geht, wenn man die Möglichkeiten hat, denn wir alle wachsen ja auch, als Babys sind extrem hilfsbedürftig, als alter Mensch sind wir es meistens auch. Und in der Zwischenzeit haben wir die Möglichkeit, uns um andere zu kümmern und eben für die zu sorgen, denen es nicht so gut geht. Und das geht auch in Richtung Zukunft. Das ist auch das, was mich in den Stadtrat gebracht hat, der Klimaschutz. Weil wir können jetzt nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben, sondern wir sollten wirklich auch Verantwortung übernehmen, dass wir die Erde so in einem Zustand lassen, dass auch die Kinder und Enkelkinder noch ein gutes Leben haben. Und der dritte Bereich, wo wir Verantwortung übernehmen sollten als Menschen, ist die Natur. Weil wir haben die Möglichkeiten als Menschen alles platt zu machen, alles kaputt zu machen und die Tiere und Pflanzen können sich nicht dagegen wehren. Und dementsprechend ist es in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, weil die sind ja alle auch gleich wertvoll, weil alle auch einzigartig, dafür zu sorgen, dass wir das Artensterben in den Griff kriegen und dass eben auch die Tier- und Pflanzenwelt ein weiteres Leben auf dieser Erde hat. Und der dritte Punkt, der mich antreibt, ist, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, das Vertrauen in das Gute. Also ich glaube tatsächlich, dass der große, große Teil der Menschen das Gute will und das Gute auch tut. Und dass man ihnen vertrauen kann, dass sie nicht für Eigennutz, sondern fürs Gemeinschaftliche arbeiten. Das merkt man an ganz vielen Stellen. Die Leute engagieren sich, auch wenn sie nur ganz wenig Zeit haben, ehrenamtlich. Und das würde ich als Oberbürgermeisterin wirklich gerne fördern, weil dieses Engagement, das ist so ein großes Potenzial, das wir haben. Und das sollten wir in Bruck nutzen. Das ist im Prinzip den Weg ebnen für alle, die sich hier engagieren wollen, die sich einbringen wollen. Das passt dann gut zusammen eben mit dem Ersten, was ich sagte, mit dem Konsens, weil ich glaube, dann kommen wir hier wirklich weiter in dieser Stadt, dass die weiter so wundervoll bleibt, wie sie für mich aktuell ist. Ja, mein wichtigstes Projekt als Oberbürgermeisterin ist dieses Thema Konsens. Konsens mit dem Stadtrat, Konsens mit der Bevölkerung. Da die Wege zu finden, wie wir das hinkriegen, dass wir mit allen zusammenarbeiten, dass wir alle um ihre Meinung fragen und dann Lösungen finden, dass wir eine gute Lösung finden, hinter der alle stehen. Da wäre auch dieses Thema Bürgerrat eine Sache, dass man wirklich geloste Leute zusammenbringt, aus die die gesamte Gesellschaft repräsentieren, aus allen Ecken Leute hat, die dann sich mit gerade den großen Themen wie zum Beispiel Verkehrsproblematik beschäftigen. Und das zweite große Thema ist Klimaschutz. Da haben wir einen wunderbaren Beschluss des Stadtrats, glaube ich auch so gut wie einstimmig, dass wir den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung als Aufgabe höchster Priorität sehen. Und das würde ich als Oberbürgermeisterin in die Tat umsetzen, dass ich wirklich bei jeder Sache den Klimaschutz als Aufgabe höchster Priorität sehe. Und was ich mir von den Brucker Wählerinnen und Wählern wünsche, ist, dass sie zur Wahl gehen. Egal, wer Ihnen jetzt aus diesem Video am besten gefällt, gehen Sie zur Wahl, wählen Sie, sagen Sie uns Ihre Meinung, sagen Sie uns auch Ihre Meinung am Infostand oder einfach, wenn Sie uns irgendwo mal treffen, weil das bringt uns voran. Ihre Meinung ist wichtig.